Hallo, liebe Shisha-Freunde, wir beide haben heute mal wieder einen neuen Tabak auf meinem Kanal und zwar auch mit meiner Amy Snow Breeze mit Kaminkopf und Kaminaufsatz, also beziehungsweise Tonkopf und Kaminaufsatz so rum. Und wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak auf meinem Kanal und zwar haben wir heute Nameless. Ne? Nameless ist heute die Sorte, die ich vorstelle und zwar, ich weiß, ich spreche es eh falsch aus, Louisiana oder wie der US-Staat sich nennen soll, nennt sich die Sorte, hier steht zwar noch Blaubeere Minze drauf, aber im Endeffekt ist es Louisiana, ne, Louisiana sage ich einfach mal. Ich weiß, ihr werdet ja sagen, du sprichst das falsch aus, aber es ist mir egal. Ich sage einfach Louisiana. So, ja, das ist die schicke Dose. Ich zeige sie euch einmal. Hier steht einmal Nameless, ne, Blaubeere Minze steht da noch überklebt. Nameless. Und wenn wir die ganze Sache einmal aufmachen, haben wir einen fetten, fetten Zwischendeckel. Und zwar, der ist richtig groß. Den habe ich so noch nie gesehen. Also, der ist viel tiefer als normale. Heißt, man kann ihn da drin lagern. Ist kein Problem. Vom Schnitt ist er, ja, mittel bis grob, ein paar feine Dinger drin. Also ist ein relativ normaler Schnitt. Würde ich mal behaupten. Jetzt geh doch mal weg, du scheiß Zwischendeckel. So, also ist ein mittel bis grober Schnitt, also normaler Schnitt, sagen wir einfach mal. Das ist ein normaler Schnitt, kann ich nicht meckern. Das Ganze soll Blaubeere Minze sein. Ich habe mir gedacht, ich pick mal eine Standardsorte raus, weil ja, Blaubeere Minze gibt es viele, aber mal gucken, ob die auch sehr gut ist. Du riechst eine sehr, sehr süße Blaubeere, aber künstliche Blaubeere. Und eine Minze raus. Also das, was drin sein soll. Die Minze dominiert aber fast. Ich würde fast sagen, sie ist stärker als die Blaubeere im Geruch. Ja. Oh, jetzt habe ich gerade mit der Nase. Und dann kam mir alles in die Augen, die ganze Minze. Nur die Minznote. Minznote ist schon stark. Ist aber okay. Riecht aber auf jeden Fall geil. Es ist eine sehr, sehr süße, eine sehr, sehr künstliche Blaubeere. Also süß-künstlich gehaltene Blaubeere, künstlich süß gehaltene künstliche Blaubeere. Wie soll man das sagen? Ihr wisst, was ich meine. Inzwischen kriegt man re doch jedoch relativ schwer rein. Aber dafür hält er die ganze Sache auf jeden Fall frisch. Ne? Aber er hält. Na, jetzt hält er. Super. Ich würde mal sagen, wir schauen uns mal den Rauch und den Geschmack an, liebe Shisha-Freunde. Vom Rauch ganz normal, bin ich vollkommen mit zufrieden. Ja, vom Rauch kann man sich auf jeden Fall geben. Vom Geschmack ist es wieder diese sehr, sehr süß künstliche Blaubeere. Sie ist aber voll ertragbar. Die Minznote ist sehr, sehr stark vertreten, muss ich sagen. Also als ich gerade raus bin aus dem Raum und wieder rein, hat dieser ganze Raum nach Blaubeere gerochen. Also die ist schon echt brutal stark, man schmeckt auch sehr ordentlich die Blaubeere, sie schmeckt auch sehr gut. Aber die Minze muss man mögen, die Minze muss man absolut mögen. Ich muss sagen, hier ist eine Minze drin, weil die kann für einige extrem stark werden und für Schwindelgefühle hervorrufen oder so ein bisschen, ui, so ein bisschen schwummrig, wie Hai fühlt man sich fast, weil ja, es gibt Menschen, die sind einfach mal brachial stark und ich denke mal, das ist eine von denen. Die einfach brachial stark sind. Für mich ist es noch okay. Ich kann es noch rauchen, weil die Blaubeere dominiert das Ganze noch. Die Blaubeere ist hier sehr schön vertreten. Sie ist, wie gesagt, diese süß-künstliche, schmeckt sehr gut. Und ist auf jeden Fall sehr frisch. Vor allem für den Sommer kann ich mir das sehr gut vorstellen. Weil es einfach sehr frisch und sehr fruchtig, beziehungsweise, naja, nicht fruchtig, wie soll man das sagen? Eine sehr, sehr frische, künstliche Blaubeere. Ne? Blaubeere trifft man sowieso mal sehr schwer. Deswegen würde ich mich eher da so einordnen. Ne? Vom Preis hier sind wir bei 13,50 €. Ein relativ normaler Preis, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Vor allen Dingen, es ist schön günstig. Ne? Also er ist 40 Cent günstiger als normale Sorten jetzt. Aber er ist auf jeden Fall günstiger, muss man sagen. Vor allen Dingen auch, diese Dosen sind schön klein. Ich kriege in mein Ikea-Regal 4 Stück übereinander. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich habe auch ein Paket von Nameless zugeschickt bekommen, ne? Um die alle zu testen. Insgesamt 8 Sorten. Da werden auf jeden Fall einige auf euch zukommen. Natürlich handelt sich dabei immer um meine eigene Meinung, ne? Ich werde hier von niemandem bezahlt, mir wurden diese nur gestellt. Ich kann rauchen, wie ich will, ne? Ich kann sagen, was ich will. Blaubeere Minze, muss ich sagen, der schmeckt mir. Der schmeckt mir echt gut, ist eine sehr leckere Blaubeere. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich werde bezahlt dafür oder so. Nein, nein, werde ich nicht. Ich bin immer noch real. Ich bin von der Straße, ne? Nein, Spaß, ich bin real einfach, ne? Ja, der ist okay, muss ich sagen, der schmeckt, Freunde.
der schmeckt. Vor allem für 13,50 € kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt links, dann schreiben wir uns im nächsten Shisha-Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Shisha-Dolles. Ich wünsche guten Rauch, ne? Liebe Shisha-Freunde.